Servus, guten Abend, willkommen zurück zu VOT Replays. Ich bin Keule. Die Replay Challenge Kalenderwoche 2 läuft. Wir sind unterwegs mit German Herzer vom Clan DPAU im T28. Einem Stufe 8 TD der Amerikaner. Sieht man da wunderschön am Sternchen. Wir haben verbaut eine 120 mm Kanone, 248 Durchschlag, 400 Schaden pro Schuss. Auf Premium 297 Durchschlag. 515 Schaden mit HI-Granaten. Das Ding ist nicht besonders schnell, 22 km Top Speed, aber recht gut gepanzert. Sieht ein bisschen aus wie eine Schildkröte. Noch mehr Schildkröte sieht der Nachfolger aus, T95. Naja. Macht aber als solches recht viel Sinn. Und auch jede Menge Spaß, natürlich, das ist klar. Wir sind in einem Stufe 8 Gefecht gelandet mit 7er Beteiligung auf Pilsen. Und wie das halt für TDs so ist, die wenig Beweglichkeit haben, wir fahren in Richtung urbanes Gelände, wo viele Gebäude stehen. Und hoffen, dass wir da gewissen TDs ausweichen können. Ich sehe auf ersten Blick kaum einen, der uns wirklich gefährlich werden kann. Außer mit T34, wenn er richtig trifft. Mit 248 Durchschlag geht da schon ein bisschen was. Aber das steht auf der Dreierlinie. Wir fahren auf die Einser. Sehr schön. Nachteil beim Ding, halt unbeweglich. Das heißt, er fährt seinem Schaden nicht hinterher, aber es dauert ein bisschen, bis er im Zielgebiet ist. Aber wenn er auf einen trifft und Flankenschutz hat, dann ist das Ding eine Wucht. Der ist echt böse. Da haben es alle anderen schwer. EKV nicht getroffen. Da steht er. Schau. Lädt recht schnell nach. 436 Schaden beim ersten Schuss. Aber beim ersten Treffer. Sehr gut. Ja, da hat jemand rausgefunden, wo er hinschießen muss. Na, das ist spät. Schießt mit Heat oben durch die Kuppel. Jagdpanzer direkt voraus. Ja, die anderen prallen alle ab. Kanone getroffen. Nützt ihm aber nichts. Da ist er. Ja, besonders genau sind die amerikanischen Kanonen nicht. Das muss man leider so sagen. Danke fürs Aufklären. Sehr schön. 490 Schaden abgewehrt. Wir sind bei 1780 abgewehrten Schaden. Für den TD hat er ziemlich viele HP, nämlich 1500. Das ist, ja, ziemlich viel. So, wo ist er denn? Wo schimmert er durch? Jawohl, guck, guck. Jagdpanzer 2. Hoppala, Artillerie hatte ich entdeckt. 2320 Schaden haben wir gemacht. Bisschen mehr angewinkelt fahren. Okay, ist egal. Sehr schön. Kann man direkt als Snapshot durchgehen lassen. Sehr fein. Patriot. Schade. Hat gerade nachgeladen. So. Ja, wir müssten Richtung Basis fahren. Keine Ahnung, ob das sonst keiner geschnallt. Steht 6:5, aber der Gegner hat sich da hinten, hat uns umrundet. Und bedroht jetzt den Rheinmetall-Borsig-Waffenträger, Clan-Kameraden, Vandalle 287, mit dem du im Zug fährst. Guck, guck. Leicht anwinkeln. Gleich wieder reparieren. Die Main Gun. Da hinten guckt einer. Hallo. Tschüss, 1375. Kill Nummer 4. Absolut spitze bisher. Jawohl, da hat jemand gedacht, der kann einfach so durchfahren. Sehr schön, Achtung. Ja, super Pershing. Unterer Wanne. Ansonsten sieht es bei dem schlecht aus. Sehr schön. Da kann man sich ein bisschen was trauen. Abgewehrt an der unteren Wanne.
Jetzt wird er von hinten und von vorn bedrängt. Na, da kommt es nicht durch. In den Turm kann es genau rein. Sehr schön. Aktuell. Absolut spitze. Wir sind bei 4112 Schaden. Wir sind bei 2990 geblockten Schaden. Da geht einiges in die Panzerung. Sehr schön. Wird ganz gerne mal mit dem T95 verwechselt. Zumindest der Originale. Aber er sieht vorne natürlich im T95 ziemlich ähnlich. Abgeprallt. Oh je. Da kommst du durch. Sehr schön. Und gleich noch einen hinterher. Sehr schön. 6 Kills haben wir, 4475 Schaden und knapp 3000 Schaden haben wir geblockt. Haben sogar ein bisschen was aufgeklärt. Egal. Schauen wir uns mal die Auswertung an. Vorher natürlich ein Foto. Nochmal das Ding Doppelkette. Das wird dann als T28 verkauft. T28 World Fuck 2. Ja. Naja. So, Victory. Natürlich ein Sieg, ist klar. Top Gun. High Kaliber Stahlwand. Alles verdient. Shellproofed, Fire Effects, Dualant und ein M. Für insgesamt 6 Kills. Team Score. 4475 Schaden haben wir gemacht. 6 Kills haben wir, 1387. Basis XP, absolut top Runde. Vom Gegner gar nichts übrig gelassen. Hast du deinem Spiel den Stempel aufgedrückt. 1,25 Kilometer. Ist halt eine Ladekiste. Und das Spiel ging noch nicht besonders lange. Von 92.000 netto. Von 92.000 Credits nehmen wir 66.000 mit nach Hause. Ohne Premium wären es nur 16 gewesen. Jo. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte fleißig draufklicken, ein Like da lassen, ein Abo für meinen Kanal, das wäre mir ganz wichtig. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bleibt bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut. Ciao.